kann ich das stehlen? Echt? Jetzt, das... Ich habe eine Idee. Oh, ich habe so eine gute Idee. Ja. Tschüss. Haha. Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sticks, Master of Shadows. Wir haben es letztes Mal bis zu diesem Raum geschafft und jetzt ist es soweit. Jetzt werden wir das Rätsel lösen. Also, ich glaube, es liegt sehr viel dran, was an der Wand so geschrieben ist. Und zwar das komische Zeichen und das sind wahrscheinlich safe in dieser Zeile. Und dann müsste man weiter zu diesem Zeichen, das irgendwie spiegelverkehrt ist, aber es ist glaube ich das gleiche Zeichen, oder? Sind das genau die Fallen? Also in dem Fall müsste ich jetzt über das hier laufen. Ja? Boah, ich sehe schon, da kommt dann Giftgas oder sowas raus. Und dann hier auf das. Gut. Dann als nächstes auf das. Es ist eh nur geradeaus, oder? Dann auf das. Dann hier habe ich die Wahl zwischen dem und dem. Dann als nächstes das spitzige Ding oder das turmartige Ding. Sind die nebeneinander? Knapp gewesen. Dann hier, ja, das Ding. Dingsi. Dann das hier. Dann wieder die Wahl zwischen den dreien. Aha. Ja, den sieht man nicht mehr. Dann der Turm. Und dann das spitze Ding. Was? Was ist gerade passiert? Was? Echt jetzt? Ich hab's doch richtig gemacht, oder? Ich bin gerade gesprungen. Springen darf ich anscheinend nicht, oder wie? Alter! Wow! Jetzt bin ich aber erschrocken. Ein schneller Tod anscheinend. Sehr schneller Tod. Ja, okay. Also, die sind die richtigen. Dann hier. Das hatten wir schon soweit. Dann hier. Dann die da. Dann der da. Dann der da. Dann der da. So, den nächsten wissen wir nicht. Können wir aber überspringen. Ich verschlucke immer die Wörter. Ne? So. Ja, gut. Und raus. Nice. War doch gar nicht so schwer. Speichern mal schnell. Dass ich den Mist nochmal machen muss. Hey, wait. What's this piece of paper? It's information on Ozcan. Apparently Barriman has his eye on him. It looks like they've uncovered one of his hiding places in the docks. I better warn him. Wouldn't want him to rot in the jails of Atrium. Well, not while he's still useful. Aha. Ah, ist ein Trank. Brauchen wir. Dann kann man ja sicher die Falle deaktivieren. Aha. Da, der Schlüssel. Warum läutet jetzt die Glocke? Das weiß ich nicht. Shit, the changing of the guard. It's gonna get crowded in here. Ach, ich hätte die Glocke doch benutzen können. Take to the sewers. Oh, mighty Rakash. All these pipes. I can hear things. Don't tell me. Can't be true. Barriman can spy on the whole tower with this system?
Ozcan won't like this, but I love it. Although it's brilliant, I must admit, another one of Querberus's inventions? Ha, hier sieht man den Plan, ja? Wo die Rohre überall hinführen, aber zuerst holen wir uns hier den Nektar. Also, achso, wir sind voll. Goldharz. So heißt das Ding. Ja, schön. Die Königin. Können wir das jetzt schon machen? Warte, das speichere ich schnell. Und wir gucken, ob ich das machen kann. Ansonsten laufe ich hier weiter dann. Ja, da geht es ja in die Kanalisation, oder? Durch das mittlere Rohr, oder? Habe ich das richtig mitgekriegt? Ja. Nicht? Ich dachte, man kann da durchgehen. Ach, da muss ich sowieso zurück. Okay. Wenn ich da jetzt drauf trete, bin ich dann tot? Nee. Sehr gut. Kann ich einfach so drüber laufen. Die Königin, die Königin. Ja. Scheiße. Habe ich nicht gesagt. Habt ihr nicht gehört? Die haben die Leiche in der Dings gar nicht gefunden, in der Feuerstelle. Ach, schön. Ach, schön, schön, schön. Wie soll ich jetzt hier rauskommen? Ich habe genau einen Versuch mit der Unsichtbarkeit. Wenn ich sie überhaupt brauche. Nee, ich brauche sie nicht, Gott sei Dank. Königin, da will ich hin. Die Königin ruft nach mir. Raus aus dem Irrenhaus. Kanalisation. Hä? Ah, die Königin ist da drüben. Ja, komm, wieso nicht? Ich schätze mal, die Vögel verraten mich. Oder kann ich die freilassen? Nee, dann werden die vom Wurfmesser wahrscheinlich erfasst worden. Nee, die kann ich nicht freilassen. Oh, oh, oh. Alles neue Wachen hier. Das ist eine Wurfmesserverschwendung. Look at this luxury. You really gotta think you're something fucking special to live in a jewel box like this. I got diamond studded butt cheeks or what? Jo, die Gemächer der Königin. Vielleicht hätte ich. Nee, vielleicht schaffe ich das noch. Ich muss. Nee, sie haben die Leiche gefunden. Okay. Ich wollte noch schnell die Leiche entsorgen. Aber ist jetzt eh egal. Die Königin, warum ist sie da hier in eigenen Turm irgendwie? Ist sie eingesperrt oder was? Aha. So ein Dicker. Und die Königin ist Asche? Echt? Ah, die ist tot. Ach, das habe ich nicht mitbekommen.
Okay. Also muss ich die Asche der Königin klauen. Jetzt verspeichern wir. So, jetzt aber. Geht nachgucken. Hat jemand die Tür geöffnet? Wie kann ich das stehlen? Echt jetzt? Das Ich habe eine Idee. Oh, ich habe so eine gute Idee. Ja. Tschüss. Haha. Jetzt weiß ich, wie ich die töten kann. Oh, look at that. His most precious treasure was his dear departed wifey. Wifey, ja. He won't be happy to discover that his beloved has gone off with another guy. Kanalisation ist da unten, okay. Draußen kommt man nicht runter, irgendwie. Keine Chance, oder? Uiuiui. Leute, ich speichere nochmal. Ich weiß, ich speichere oft, aber... Lieber speichern als das Thema spielen. Wie komme ich da runter? Ich kann schnell da, wo jetzt der eine steht. Versuchen vorbeizuhuschen. Husch, husch. Da liegt der blöde Besen. Die wollen echt, dass ich darüber hüpfe. Die Wahnsinnigen. Und nun? Einfach gleich runterspringen soll. Verdammt! Verdammt. Na komm, bitte nicht. Muss ich dich töten sonst? Ja, war fast aussichtslos. Aber schon mal nicht schlecht. Versuchen wir nochmal. Also man kann vielleicht darüber springen. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Aber ist zu riskant, glaube ich.
Ausgerechnet, der hat mich gesehen, ey. Ja, ich bin schon wieder viel zu leise. Ein Schleichspiel, ne? Das macht mich schon wieder nervös. So weit, so gut. Da waren wir ja schon mal. Leise töten. In die Kiste mit dir. So, da drüben müssen wir raus. Mann, 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 Mann. Meter noch. Ich glaube, wir müssen in der Mitte runter, ja. Ja, klar. Steht eine Wache. Klar steht da eine Wache und guckt mich nicht an. Gibt's ja nicht. Sieht mich einfach nicht, oder was? Profi. Richtiger Profi halt, ne? Richtiger Profi. Ist nur der Wind. Es war nur der Wind. Was? Wo? Ach, da drüben, ja. Ja, ja, sind schon weg. Du kommst sowieso nicht zu mir. Du solltest auf YouTube nicht so fluchen. Nein, da ist keiner. Ich wollte noch mal darüber gucken, ob man da raus kann. Aber anscheinend nicht, solange der lebt. Kanalisation, ja, richtig, oder? Nee, ich schaff den Sprung ja nie. Den schaffe ich nie, den Sprung. Wir wagen's. Nein. Nicht fluchen, Six. Ich hab eh gespeichert. Nicht so schlimm. Ja. Dann würde ich sagen, dann war's das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls euch gefallen hat, schaut beim nächsten Mal wieder rein. Gebt mir ein Like. Schreibt einen Kommentar. Und
abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen schönen Tag. Ciao.